München. Ähnlich wäre ein 0:0 auf den Färöern gewesen, wie die Niederlagen gegen Österreich oder das 1:5 gegen England. Am Ende sind sie mit einem blauen Auge davongekommen. Erleichterung macht sich breit. Und der Weg nach Portugal ist wieder offen. Wir können optimistisch auf die Tabelle schauen und dann doch mit breiter Brust in die drei folgenden Partien, zweimal gegen Island und einmal zu Hause gegen Schottland gehen, um dann als Gruppenerster alles klar zu machen. Ich denke aber, dass diejenigen, die selbstkritisch veranlagt sind, sich auch von diesem 2:0-Erfolg auf den Schafsinseln nicht blenden lassen. Sie haben einfach zu viele Chancen gebraucht, auch wenn sie Pech hatten. Bovic Torschütze, zweimal Pfosten, Ramelow Pfosten. Aber sie haben dann doch zu viele Chancen auch vergeben. An einem Mikkelsen, der sich gesteigert hat in der zweiten Halbzeit, zu oft abgeprallt. Wollen wir hören, wie die Herren das selber beurteilen. Das war Fußball live im Ersten. Das EM-Qualifikationsspiel Färöerinseln gegen Deutschland mit Bitburger. Oliver Kahn, ganz ungewohnte Rolle heute von der Auswechselbank zuzuschauen, die zweiten 45 Minuten. Von wo ist es schlimmer, von hinten oder von der Seite zuzuschauen? Ja, es ist immer schlimmer von der Bank. Vor allem, wenn du natürlich 90 Minuten auf ein Tor spielst und viele, viele Torchancen hast, der Ball will nicht ins Tor und das ist schon zum Verzweifeln, vor allem wenn man es von draußen anschauen muss. Haben die Spieler Angst gehabt und Sie selbst auch? Vor was soll ich Angst gehabt haben? Dass man mit 0:0 nach Hause fahren muss, nach Deutschland? Zwischenzeitlich schon. Ich meine, es waren noch, war glaube ich fast die 90. Minute, als das Tor dann gefallen ist, aber was willst du machen? Ich glaube, solche Spiele hat es schon zu Hunderten gegeben. Es hat ein bisschen an ein DFB-Pokalspiel erinnert. Bundesliga gegen eine Amateurmannschaft, die sich 90 Minuten hinten reinstellt und fast wäre das noch belohnt geworden. Also, aber ich denke, das geht mehr als in Ordnung, dieses Ergebnis. Schönen Urlaub, danke. Bei uns Christian Wörns. Christian, am Ende war es ein 2:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, aber ich glaube, man muss festhalten, dass die Mannschaft heute mit einem großen blauen Auge davongekommen ist. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, man muss natürlich lange zittern, das war das erwartet schwere Spiel für uns. Trotzdem haben wir viel Torchancen gehabt und wir haben wirklich einen Engel heute im Tor gehabt. Also da ging nichts rein und war alles ein bisschen unglücklich, aber wir haben gewonnen und das zählt. Jeder einzelne deutsche Fußballer hat eine bessere Fußballausbildung als ein Fähringer Kollege. Warum wird es dennoch so knapp? Ja, weil die geben alles. Das haben wir zwar auch, aber die kämpfen, die fighten, machen hinten die Räume eng, ist sehr, sehr schwer auf dem Platz zu spielen. Das ist Abnutzungskampf. Wie gesagt, wir haben auch viele Torchancen gehabt. Wenn man frühzeitig ein Tor macht, dann fällt natürlich vieles schwerer. Aber das haben wir nicht gemacht, haben viel Pech gehabt. Dankeschön. Freddy Bobic, wollten Sie heute schon mal nachschauen, ob dieses Tor vernagelt ist von irgendjemandem? Ja, das war, was soll ich sagen, also so ein Spiel hat man selten erlebt. Ich habe gerade zu Rudi Völler gesagt, Gott sei Dank hast du auch schon so Spiele gehabt. Es ist echt ein Hammer, wenn man die ganze Zeit auf ein Tor rennt. Das ist wie ein Pokalspiel gewesen eigentlich bei uns in Deutschland. Und du rennst an, dann kriegt er den Ball dahin, dorthin, dann geht er bei den Innenpfosten, geht er raus, alles kommt zusammen. Dann auch mal ein bisschen, vielleicht kann man Unvermögen auch sagen dazu, sagen. Nur, dann fängt es an zu regnen, dann wird es noch glitschiger. Zuschauer stehen dahinter, die fighten und haben Glück und irgendwann, Gott sei Dank, ist der Ball irgendwann mal reingegangen. Ich habe selber nicht geglaubt, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, ist alles zusammengekommen, aber warum habt ihr nicht die spielerischen Mittel gehabt, die einfach 3, 4 oder 5-0 heimzuschicken? Ja, man kann immer selbstkritisch jetzt sein, ist ganz klar. Gehen Sie auf den Rasen, gehen Sie mal oder auf die Wiese, wollte ich sagen, und probieren Sie das mal. Ja? Probieren Sie da über 3, 4, 5 Kombinationen zu spielen, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, aber man muss sich trotzdem versuchen, dann körperlich durchzusetzen. Und das haben wir ja oft genug gemacht, wir haben ja auch die Möglichkeiten gehabt. Nur hat es im Endeffekt halt, wollte das Ding halt nicht rein. Ich bin mir sicher, machen wir in der ersten Halbzeit das 1:0 und geht der Ball nicht an den Pfosten, dann gewinnen wir hier 5-6:0. Ja? Das hat man dann gesehen, die haben kräftemäßig abgebaut, nur das war halt nachher so. Das war wie ein K.O.-Spiel dann. Vielen Dank, weiter mit Gerd Elling. Tja, vielen Dank, Wolfgang Adwornik. Also ist ja nicht Aufgabe des Reporters, dort zu spielen. Auf der anderen Seite, das mit der Unmöglichkeit mag ich noch nicht ganz so glauben, denn es war ja ab und an möglich. Es war ab und zu möglich. Wir haben
wie in der ersten Halbzeit schon aufgezählt, Defizite gehabt. Es hat zu lange gedauert, wir haben zu viel Zeit verplempert. Wir haben nicht konsequent genug über die Außen gespielt. Wir haben auch nicht konsequent natürlich unsere Torchancen genutzt. Da hat er recht, wenn da das erste Tor gefallen wäre, dann wäre das ein anderes Spiel geworden. Aber es ist nicht gefallen. Und so können wir vor Glück sagen, dass überhaupt noch eins gefallen ist. Und wir können auch glücklich sein, das rückt das in der Tabelle auch wieder einigermaßen zufrieden, zurecht. Auf der anderen Seite hat der Michael Skibbe vor ein paar Tagen gesagt, sie bauen im Grunde diese Mannschaft jetzt so langsam nach der WM wieder ein bisschen um. Aber ich glaube, Fazit muss doch sein, die, die da jetzt nachrücken, die sind einfach noch nicht so weit, oder? Nein, keineswegs. Das hat man heute bei den jungen Leuten vor allen Dingen gesehen. Wenn man den Rau sieht, dann glaube ich nicht, dass er noch viele Möglichkeiten nach vorne hat. Wir haben ihn schon vielleicht sogar über Gebühr gelobt. Er ist keineswegs so weit. Ich bin auch der Überzeugung, dass er bei Bayern auf der Bank sitzt. Auch Paul Freier, den ich ja laufend lobe, hat heute gute Ansätze gehabt. Aber er ist im letzten Pass, im Abschluss ist er einfach viel zu schwach. Und das muss er unbedingt lernen, weil das ist sein Kapital, von draußen Flanken zu schlagen, die präzise kommen, die verwertbar sind für unsere Stürmer, nicht der Fall gewesen. Wir hatten den Tiefpunkt nach der Europameisterschaft 2000. Wir sind jetzt, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Aber muss man trotzdem wieder Angst haben, dass die Durststrecke noch weiter bevorsteht? Nun, wir haben den Tiefpunkt gehabt 2000, weil wir eben keine Einheit waren. Das hat es unter Rudi Völler nie gegeben. Diese Mannschaft versucht, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten steht. Die Möglichkeiten sind teilweise, wie man heute gesehen hat, beschränkt. Dann sehen Sie ja noch beschränkter aus. Nein, besorgniserregend, auch was die Möglichkeiten betrifft. Aber diese Mannschaft 2000 hat dem Trainer das Gefolge verweigert. Die waren nicht bereit für den Trainer, alles zu tun. Darunter hat Erich Ribbeck zu leiden gehabt. Das war keine Mannschaft. Die sind in ihre Einzelteile zerfallen. Und das ist hier zu keinem Zeitpunkt der Fall gewesen, während Rudi Völler diese Mannschaft übernommen hat. Ja, das heißt, sehen wir jetzt positiv, optimistisch nach vorne? Oder ich meine, wir haben noch Zeit bis zum Jahre 2004. Schafft man das bis dahin? Warum verstehen Sie mich immer nicht? Doch, ich habe Sie verstanden. Es ist genau so, dass wir in einem besseren Zustand sind als 2000. Dass wir spielerische Defizite nach wie vor haben, trotz des Gewinnes dieser Vize-Weltmeisterschaft, dass wir im Aufbau begriffen sind, dass wir auf der Suche sind, dass die jungen Spieler langsam, nicht nur langsam, sondern etwas schneller nachwachsen müssen, damit wir ein breiteres Fundament haben, das dem Rudi Völler zur Verfügung steht. Dieses alles wird sich auch bis 2004 schon jetzt kommen, ja? Entscheiden müssen. Gut. Weil sonst haben wir, keine vernünftige, wettbewerbsfähige Mannschaft 2004. Ja, da sind wir aber an dem Kern meiner Frage. Aber wir werden es heute, glaube ich, nicht mehr lösen. Deswegen schauen wir uns am besten mal, während wir auf Rudi Völler warten, die Höhepunkte der zweiten Halbzeit an. Und diese Szene haben wir mal exemplarisch rausgesucht, weil, auch wenn sie nicht zum Torerfolg führt, dort klar wird, in der Halbzeit hat man offensichtlich drüber gesprochen. Kombinieren, Ball laufen lassen. Warum sagt das nicht einer auf dem Feld? Kombinieren, Ball laufen lassen war die Devise eigentlich schon für Schottland, was uns da auch gefehlt hat. Da war ein erhöhtes Tempo notwendig, haben wir nicht geschafft. Hier verstehe ich es nicht, warum es vielfach nicht geschafft wurde. Das eine ist das, was man will, und das andere, was man kann. Ja, warum antworten Sie eigentlich nie auf meine Frage? Meine Frage war, warum das nicht zum Beispiel einer auf dem Feld übernimmt und sagt, sondern die erst in die Kabine müssen und der Trainer sagt es dann. Das, was man nicht kann. Wir haben keinen auf dem Feld, der das kann. Super, jetzt gehen wir gleich in die nächste Szene. 65. Minute, das Pech des Tages oder eine dieser Szenen. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe. Das kann man wohl sagen, das hätte von einem Südamerikaner sein können. Fast. Wird man sehen jetzt in der Zeitlupe. Wunderschön mit dem Außenspann, teilweise Vollspann. Ja, ist okay. Ich glaube, wir gucken mal ganz schnell weiter, warten auf Rudi Völler und gehen in die nächste Szene. In der 77. Minute, die andeutet, was heute, wir haben alle gesagt, Mensch, der braucht eine Pause, aber heute war das wichtig, dass der reinkam, der Miroslav Klose. War ganz wichtig. Wir haben auf seine Kopfballstärke vertraut. Ja, nicht wir, ich habe vertraut. Ich bin Gott sei Dank belohnt worden mit meiner Frechheit. Hier hat er aber eine erstklassige Chance. Neville hätte sich vielleicht ein wenig früher darauf einstellen können, dass die Gefahr bestand, dass Klose an der Seite siegreich sein wird und vielleicht einen Schritt eher nach vorne machen müssen, dann wäre er erfolgreich gewesen. Und das, was man von Klose immer bekommt, das muss man wirklich sagen, der setzt sich ein, der versucht etwas und das Versuchen hatte dann auch zum Glück, müssen wir sagen, dann noch seine Belohnung erhalten und zwar in der 89. Minute. Wer sonst, möchte man heute sagen, am heutigen Tag, bis auf Bobic, der sicherlich auch noch seine Chancen hatte. Ja.
Aber heute, am heutigen Tag konnte es einfach nur, fast nur ein Kopfball sein. Das kann er. Ja, absolut. Tja, und das 2-0 schauen wir uns dann auch noch an, bevor wir gleich runtergehen zu Rudi Völler. Damit war dann alles an Gegenwehr gebrochen. Sehr guter Kopfball von Kehl. Torwächter ein wenig überrascht, kann ihn nicht festhalten, reagiert noch gut. Sehr gut sogar. Tja, dieses Spiel hätte man 89 Minuten vielleicht mit einer kleinen Unterhaltung schaffen können und dann 3 Minuten aufs Feld und so spielen wie zum Schluss. Dann wäre es auch 2-0 ausgegangen, 2-0. Ich denke mir, das sorgt für Beruhigung, auch beim Teamchef Jungbergener. Ich denke, ihr habt den Rudi erstmal beobachtet, während er sich die Highlights angeguckt hat. Rudi, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 3 Auswärtspunkten hier. Mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, noch dran geglaubt an den Sieg heute? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man ist, das habe ich auch der Mannschaft heute gesagt, das hat man auch beim Hinspiel gesehen. Du wirst gegen so eine Mannschaft wie heute, die Fahrerinseln, wirst du immer ein Chancenverhältnis von 8-1 oder 10-2 haben und musst natürlich nur dann diese Chancen ausnutzen. Und wir haben es leider recht spannend gemacht, dass das bis kurz vor Ende des Spiels, das war natürlich ein bisschen nervig, sage ich einfach mal so. Aber im Prinzip kann man der Mannschaft gar keinen großen Vorwurf machen. In der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen zu behäbig gespielt, aber in der zweiten Halbzeit hat man ja, haben wir so einen Druck ausgeübt. Ich hätte fast eben noch in der Kabine gesagt, wir hätten fast ohne Torwart spielen können in der zweiten Halbzeit. Also so groß war der Druck. Die Mannschaft hat gewollt, das war ganz wichtig. Natürlich kannst du gegen solche Mannschaften wie heute, da kannst du nicht brillieren. Dann, natürlich wollten wir wieder was gut machen nach dem Spiel in Schottland. Aber gegen so Mannschaften heute wie die Fahrerinseln, da kann es halt nur hin und wieder mal mit der Brechstange gehen. Und hin und wieder hatten wir ja auch ein paar anständige Spielzüge. Sie haben gesagt, die Mannschaft hat es spannend gemacht. Lag es nur daran, dass nicht die Torchancen verwertet wurden, sondern auch daran, dass vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten, vor allen Dingen das Spiel über die Außen, was ja propagiert wurde vor der Begegnung, nicht umgesetzt wurde? Ja, in der Theorie ist es immer alles relativ einfach. Natürlich wollten wir über die Außen spielen. Das war ja auch gerade über Tobias Rau, über den Paul Freier rechts. Der Paul hat es in der ersten Halbzeit einige Male sehr gut gemacht, aber über links kam viel zu wenig. Und unser Spiel ist sowieso von Hause aus ein bisschen rechtslastig. Nein, wir haben nicht gesagt, wenn du pro Halbzeit, in zweiten Halbzeit, was ja noch extremer, so eine große Anzahl an Torchancen, die erarbeitest oder auch teilweise erspielst, dann ist es dann wirklich auch hochverdient, dass wir noch gewonnen haben. Wer mich kennt, der weiß, selbst wenn wir heute noch 0-0 gespielt hätten, hätte ich der Mannschaft gar keine großen Vorwürfe machen können, außer halt, dass sie die Chancen nicht reingemacht haben. Aber im Prinzip kannst du gegen solche Teams, es ist leider so nicht anders spielen. Denken Sie vielleicht schon wieder daran, dass jetzt wieder Argumente kommen, die spielerische Klasse fehlte, sprich Michael Ballack war verletzt. Kann es immer nur daran liegen? Nein, natürlich ist der Michael in der guten Verfassung für uns ganz, ganz wichtig. Das ist doch ganz logisch. Aber ich wiederhole mich auch, ich bin immer so ein bisschen allein im Wald, der dann sich immer hin und wieder gegen was zu extreme Kritik wehrt. Aber gegen Schottland, ganz klar, da habe ich auch ganz offen nicht gesagt, dass einige Dinge mir nicht gepasst haben, da haben wir das nicht, aus unseren Möglichkeiten viel zu wenig gemacht. Aber heute ging es einfach nicht anders. Es ist gegen so eine Truppe, bei allem Respekt für die Fahrerinseln, aber es ist halt schwierig zu spielen. Ja. 4 Punkte aus den 2 Auswärtsspielen, man sieht ja dann so ein bisschen Bilanz. Unterm Strich hört sich das gut an. Ja. Trotzdem, was muss verändert werden, was muss im Wesentlichen verbessert werden bis zu den nächsten beiden Pflichtspielen im September? Nein, auch das muss man kritisch sehen. Ich bin sicherlich mit dem Jahr jetzt nach der Vize-Weltmeisterschaft nicht zufrieden. Wir haben sicherlich unsere Pflicht erfüllt. Wir sind im Moment Tabellenführer, 3 Punkte Vorsprung in unserer Tabelle. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in einigen Spielen wirklich enttäuscht haben, vor allem spielrechte Klasse haben fehlen lassen. Man darf ja nicht vergessen, dass der Michael Ballack zum Beispiel in dieser Saison oder jetzt im letzten halben Jahr im Prinzip nur ein Länderspiel gemacht hat für uns. Und das nur, und das auch gegen die Schotten mit einer nicht richtigen Fitness, sind einfach Spieler, die brauchen wir einfach. Obwohl trotz alledem, wir haben aus den beiden Spielen 4 Punkte geholt, bei unserem stärksten Konkurrenten Schottland eingeholt und jetzt heute nochmal 3. Aber wie gesagt, Hausaufgaben erfüllt, mehr nicht. Deswegen nochmal der Teil der Frage, nicht beantwortet wurde. Was muss verändert werden? Was muss verbessert werden bis September? Nein, wir müssen einfach, was ja jeder Trainer will, nicht nur Punkte einfahren, sondern auch attraktiven Fußball spielen. Das ist uns makaberweise bei unserer Niederlage gegen die Holländer gelungen, die natürlich auch richtig schön mitgespielt haben. Das ist halt unser Problem, dass wir gegen Mannschaften, auch jetzt in Schottland, die Schotten haben ja im Prinzip auch keine einzige richtige Torchance gehabt, obwohl sie zu Hause gespielt haben. Vielleicht, wenn sie ein bisschen mutiger gewesen wären, hätten sie vielleicht sogar gegen uns gewonnen. Also das ist unser Problem oder vieler Mannschaften, dass einfach, wenn eine Mannschaft sehr kompakt gegen uns spielt, da haben wir Probleme. Wenn wir spielen jetzt wie gegen Brasilien im Endspiel oder gegen die Holländer,
obwohl wir die beiden Spiele verloren haben, aber da haben wir einige unserer besten Spiele gemacht. Ich denke, wie es weitergehen soll, das werden Sie sich im Urlaub Gedanken machen. Dann geht es jetzt. Habe ich mir aber nach diesem Spiel heute auch verdient. Ich habe gerade unseren Jungs in der Kabine gesagt, was habt ihr doch ein schönes Leben als Fußballprofi. Ich sehne mich dahin wieder mal zurück. Der Günther wird mich mit Sicherheit bestätigen, wie schön es früher war als Fußballer. Okay, Sie werden auch Urlaub machen. Wir wünschen es Ihnen. Schöne Grüße an die Mannschaft. Im August das nächste Freundschaftsspiel gegen Italien, dann die beiden Pflichtspiele Anfang September in Island und dann gegen Schottland.